genauso gut Französisch reden. Ob es so ähnlich wie Zaubertränke ist? Nicht sehr ähnlich, denke ich. Außer, dass es schrecklich daneben ist. Du, willkommen zur nächsten Mission in Hogwarts Legacy. Könnte ich dich einen Moment sprechen? Natürlich. Sprich mal davor. Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Kennst du vielleicht Hera Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Okay. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Interessant. Erstaunlich, dass ich nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aha. Aber raffiniert wie Hera Diana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerker, hm? Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Hera Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Das können wir, denke ich, schon machen, oder? Wie konnte Hera Diana Byrne denn mit Depulso berühmt werden? Einst rettete sie Waisenkinder vor einem wilden Grabhorn, das sie über Stonehenge verbannte, im Süden Englands. Einmal hat sie einen zudringlichen schwarzen Magier bis nach Durmstrang verbannt. Aus den Alpen. Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Was ist denn mit Hera Diana Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit. Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher. Sag mir, wo ich hin muss. Dann sehe ich mir das mal an. Geh einfach zur Halle von Hera Diana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Hera Dianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich was finde. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf Hera Dianas berühmtes Ensemble. Vielleicht kopiere ich es. Ich bin sauer trotzdem. Ich sollte nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt hat. Klingt interessant. Bauen könnte. Wir haben uns auch unseren zentralen Raum der Wünsche umgebaut. So, wie geht das hier lang? Ich kann es immer noch wieder sagen, ich würde das Schloss echt gern mal betrachten und besuchen. Ich finde es so faszinierend. So, Depulso war das Depulso? Nintendo! Ne? Depulso! Okay. Ist trotzdem so. Das krass. Muss der Eingang zur Halle von Hera Diana sein. Was die alles hier dort reingebaut haben, das Schloss. Das ist sie. Die Halle von Hera Diana. Die sich das jetzt dann hier finden wir mal diese Rätsel. So aus den Fingern gezogen hat. Für das Spiel der J.K. Rowling. Oder ob die Leute sich das noch irgendwie ausgedacht haben. Oder ist das irgendwie brutal. Moin. Yeah. Mal schauen, ob Hera Diana Byrne so gut war, wie Sophronia behauptet. Gute Frage, was wir machen müssen. Das kann auf jeden Fall ziehen. Nintendo! Depulso! Akio. Okay. Ich
Revelio. Ich glaube, das Depulso nutzen, wir müssen glaube ich schon hinter. Depulso! Ja. Ich habe mir die Kästen auf dem Boden geschmiert. Eine interessante Truhe. Das war nicht so schwer. Was kommt als nächstes? Das erste Rätsel. Ja, moin. Was machen die? Akio! Ding, ob es jetzt fertig ist. Depulso! Akio! So, das war jetzt nicht geplant, aber... Was halt so, ja. Revelio. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Nur noch eins. Du. Pa. Ja. Ich hätte was. Akio! Descendo! So, papa. Kiste. Akio! Ey, ich muss ja was mit dir. Depulso! Akio. Es kann sich sozusagen bloß in den Bahnen bewegen. Ich muss jetzt irgendwie mit rüberziehen. Depulso. Akio. Akio. Nur Bummeln im Schuh. So, papa. Ich komme schon mal hoch, okay? Revelio. Akio. Deswegen auch keine Pluspunkte.
Akio! Depulso! Oh, jetzt wird's gerade echt knifflig. Irgendwas übersehen? Akio! So. Jetzt wird ein Schuh draus, okay. Oder auch nicht mehr. Ja. Akio! Jetzt können wir auf jeden Fall auf die Kiste blättern. So. Jetzt könnten wir das hier rüberziehen. Akio! Uns schon mal da drüben. Ich muss aber bloß nach dort schieben. Akio! Hier fährt's nach hinten durch. Akio! Jetzt klemmt's halt ja fest, ne? So. Revelio. Ist mal neu starten, das Rätsel? Oh, ich hab's verbaut. Depulso! Akio! Bringt mir halt echt keine Pluspunkte, wenn das Ding jetzt da drüben steht, ne? Das muss da irgendwie. So, jetzt steht's dort. Akio! Bringe auch keine Pluspunkte, wirklich. Schiebe ich es wieder hier hin? Ich glaube, wir haben das Rätsel. Akio! Depulso! Ist er dort hinten? Sollen wir neu starten? Revelio!
Muss mal, dass wir uns umbringen. Akio! So. Jetzt muss ich mal neu starten. So, ich hatte nämlich vor uns einen echt guten Stand gehabt. So, Borg. Wieder hier unten. Wir hatten es ja vor uns irgendwo hier drinnen gehabt. Borg. Mein Fehler. Akio! Mein Fehler. Machen wir neu. Ich habe jetzt die Idee, die Bahn brechen da. So, jetzt hat nämlich der Schuh draus. Hab ich zwar schon mal gesagt. So. Nein. Akio! So, jetzt kommen wir nämlich hier rüber. Genau. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Impulso! Andere Idee. Akio! So, wir müssen nämlich auf jeden Fall hier stehen bleiben. Oder nicht? Ich will mich doch nicht schneiden, wirklich. Ich hätte die Idee gehabt, hier kriegt man jetzt die Kiste hier rüber. Muss einfach mal. Ich verhindere eine absolute. Impulse! Geht sogar echt auf dem Schlauch, meine Freunde, ne? Akio! Irgendwie drüber kommen. Pack deinen Besen aus. Kann ich hier mit dem Block? Mal gucken, ob ich mit dem Block auch was. Impulso! Akio! Nö. Descendo! Impulso! Hier kann man auch nichts bewegen. Akio! Akio! Ich bin mein Latein mit dem Ende da.
Nein, die soll schwer sein, das ist bloß eine Kiste, Alter. Depulso! Jetzt ist sie hier hinten. Von der Ecke weg. Ich hätte sonst eine coole Idee gehabt. Man kann das Ding da drüben. Revelio! Impulso! Halt, oh, das andere. Accio! Da drüben reinziehen, da kommt man übelst gesmoothed hoch. Aber ich weiß nicht, wie ich das Ding von der Mitte aus dort reinbekomme. Wirklich, es tut mir echt leid. Also. Jetzt steht das Ding halt hinten, ne? Da hinten wären wir jetzt zu der Kiste gekommen. So. Aber es ergibt für mich keinen Sinn. Können wir die nochmal ein Stück hinter drücken? Ne, die ist ja schon zum maximal gekommen, ne? Impulso! Die könnten wir hier rüber schieben. So, die kann dann hier gerade hinter. Was ich mal blöd machen mit dem Ding. Ja, also wenn du jetzt einfach mal hier runterspringst. Dankeschön. Revelio. Accio. Depulso. Accio. Bringt uns ja nichts, das ist ja die andere Übung. Revelio. Leicht, ich hab eine Idee. Confrinco. Ne? Levioso. Arresto Momento. Depulso. Lazio. Descendo. Accio. Revelio. Die leuchten auch blau. Was machen da drüben an den Dingern? Das will ich jetzt erstmal wissen. Accio. Depulso. Revelio. Es leuchtet noch blau. Es leuchtet blau, es leuchtet blau. Ich habe keine Ahnung, wirklich, es tut mir echt leid. Wingardium Leviosa. Wir müssen das Ding mitnehmen. Ist ja logisch. Ist doch echt leid. Ja. Lumos. Ist das bei mir? Ist das nochmal hinten? Licht oder so? Okay.
Rätsel waren ja so. Revelio! Defendo! Defendo! Incendio! Expelliamus! Arresto momento! Levioso! Contringo! Arresto momento! Levioso! Arresto momento! Mal schneid. Ich mag die Mission. Also entweder bin ich gerade komplett lost. Revelio. Accio. Wirklich. Also entweder ist es wirklich total einfach. Lass die Kiste mal kurz verstehen. Impulso! Accio! Sind vielleicht hier? Jetzt haben wir ja hier so eine. Impulso! Impulso! Muss halt auch direkt. So können wir in die Mitte. Accio. Kann doch nicht. Ja, wirklich. Kann da jetzt echt nicht ernst sein, dass wir hier an dem Rätsel wirklich, das muss doch machbar sein. Was haben die Dinger für eine Mission? Ich kann ja nur sagen, so und so müsste die Kiste stehen. Kann man die noch wie verändern? Ich muss jetzt mal in den Zaubersprüchen schauen, ja.
Dem Guardium Leviosa geht nicht so. Änderungszauber, das ist aber. Wenn im Raum der Wünsche. So. Herbei. Kraft. Descendo. Flipendo. Descendo noch funktioniert? Descendo! Es müssen ja bloß die zwei Zauber sein, wirklich. Entweder ist es hier verbuggt. Es muss doch irgendwie gehen, wirklich, Freunde. Akio! Jetzt ist es wieder hier drüben. Incendio! Defendo! Expelliarmus! Akio! Ich habe jetzt gedacht, das muss jetzt hier rüber. Was könnte mir jetzt zu dem blöden Ding hier machen? Glazio! Es muss ja auch. Rebellio! Eine. Idee haben. Ja, es wird Schatten. Wirklich? Jetzt aber, ne? Wirklich. Ich hab echt keine Idee, wie das geht. Jetzt geht es. Wir haben ein Doppelblock. Den können wir hier dann herbewegen. Der hier hinten ist, bringt uns bis 0. Wir können den. Ne, der läuft da bloß bis hier hin. Wie wir das gemacht haben, oder haben wir. Es musste hier irgendwas geben, wirklich. Akio! Impulso! Aha! Der Schalter setzt alles zurück. Gut zu wissen. Na toll. Ja, schön. Schön, dass alles zurücksetzt. Moin, ich komm trotzdem da weiter. Jetzt müssen wir uns immer bei der Kiste überfahren lassen. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Alter, wirklich. Impulso!
Das bringt halt absolut nichts. Ja. Sobald man das Ding hinterschickt, hat man echt verloren mit der Böse. Akio! So. Macht doch nur Sinn. Die Pulse! Akio! Ah, ja, jetzt wird ein Schuh draus. Alles klar. Oh. Ich entschuldige mich, dass es so lange gedauert hat. Akio! Echt, wirklich. Ich entschuldige mich, wirklich. Das war das Letzte. Scheint, als wäre ich Herodian. Und das muss das letzte Teil von Herodianas Ensemble sein. Bemerkenswert. Kein Wunder, dass Sophronia es sehen wollte. Es tut mir echt leid, wirklich. Aber so steht man manchmal echt auf dem Schlauch, na, wirklich. Es muss ja simpel sein. Es muss ja wirklich simpel sein, wirklich. Oh. Es war echt keine Absicht, dass wir das Video so lange gestreckt haben. Ne? Ich war zwischendurch echt mal am überlegen, ob wir das Video abbrechen. Einfach nochmal neu machen, weil wir haben echt die Gedanken gefehlt, wie wir es lösen können. Ein Revelio! Haben wir hier schon ausgezogen? Levioso! Akio! Ich glaube, die Statue ist schon leer. Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Unglaublich! Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Natürlich, aber nicht umsonst. Das war nicht leicht. Aber natürlich, kein Problem. Ich zahle alles. Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Herodiana selbst, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Du bist fast so toll wie Herodiana. Da haben wir es abgeschlossen, die Halle von Herodiana. Es tut mir echt leid, dass ich das so lange gebraucht habe, aber manchmal sind einfache Rätsel dann wieder zu einfach. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.